Immer noch Staub im Mund. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Jinchan. Mein Name ist Jana und heute kümmern wir uns um Stoffreste. Ich komme mit meinen Projekten gerade ein bisschen schleppend voran. Das sieht man an meinen Videos. Wie ihr wisst, wir bauen seit ein paar Jahren um, sind auch größtenteils eigentlich fertig, aber wir kriegen für unseren hinteren Stall, den wir auch umbauen wollen, keine Handwerker. Ein neues Dach ist drauf, das Dach ist auch gedämmt, da ist ein neues Fachwerk drin, sind neue Fenster drin, Türen drin, aber für den Innenausbau, sprich verkleiden, putzen und sowas, kriegen wir keine Handwerker. Und weil mein Mann ausnahmsweise mal Urlaub hat, haben wir uns entschlossen, das da hinten jetzt erstmal selber zu machen. Heißt für uns, Putz von den Wänden kloppen, neuen Putz drauf, Balken abschleifen, Rigipsplatten an der Decke verlegen, also so eine richtig schön hohe, 2-3 Meter hohe Decke, wo wir hochklettern müssen, wie die kleinen Äffchen. Und das nimmt halt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Und man hat ja schließlich noch ein paar andere Dinge am Tag zu erledigen, außer dem. Hier ist ein kleiner Einblick von dem, was mein Mann und ich gerade machen. Diese Wand hier hatte ich einmal komplett von Putz befreit. Hier alles runtergekloppt. Ich weiß nicht, wie alt der Putz war, aber es war schon eine Menge. Da drüben habe ich das jetzt auch schon gemacht. Ja, war viel Arbeit. Und hier habe ich das schon einmal neu verputzt mit so Kalkputz für Altbau. Das Ganze muss ich an der Stirnseite auch machen. Das ist das ausgewechselte Fachwerk mit den großen Fenstern. Hier haben wir eine kleine Leiter stehen, mit denen wir Rigips an die Wände machen. Die Wand muss noch ein bisschen abgebürstet werden. Die Balken müssen geschliffen werden, neu lasiert. Hier ist schon mal der Schutt, den wir größtenteils jetzt schon wegbringen konnten, Gott sei Dank. Aber der ist noch von dieser Wand. Ja, und hier oben haben wir die letzten Tage erstmal Rigips gemacht. Ja, guckt nicht genau hin an alle, die vielleicht Fachmänner sind oder Fachfrauen. Wir haben das so gut gemacht, wie wir konnten. Wir sind ganz stolz drauf. Und ja, hier unten kommt noch ein Vinylboden rein. Dann werden da wahrscheinlich Tatami-Matten ausgelegt. Soll ja so eine Art, ja, eine Art Dojo werden, ne? Ja, und das Ganze nimmt eine Menge Zeit in Anspruch. Und wenn das nur nicht genug ist, haben wir da oben erstmal noch ein Loch entdeckt, das ich jetzt zum größten Teil schon zugemacht habe. Ja, Lochfraß in der Wand, auch nicht toll. Es geht aber voran. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn das endlich fertig ist. Dann haben wir wieder eine große Last von den Schultern. Denn das ist hier hinten natürlich auch, wenn das so unbearbeitet ist oder unfertig ist, ein ganz schöner Wärmefresser, also Heizungsfresser. Ja, Bauschaum auch schön alles ausgesprüht. Mein Mann war sehr fleißig. Ja, da geht gerade seine Freizeit bei drauf und ich versuche auch die ganze Zeit mitzuhelfen. Klappt aber nicht immer so, wie man will. Das hier ist das untere Stockwerk. Da müssen wir eigentlich nur noch Putz an die Wände machen und den Fußboden rein. Und da hinten in die Ecke, da soll eigentlich eine Sauna hin. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal. Wir warten jetzt schon seit ein paar Jahren drauf. Drückt uns die Daumen. Ich hoffe, das wird da hinten bald fertig. Denn ich habe richtig Bock, da hinten Sport zu machen, an der Werkbank zu arbeiten und in die Sauna zu gehen. Nichtsdestotrotz kümmern wir uns jetzt erstmal um die Stoffreste. Und ich habe mir drei kleine Projekte rausgesucht, die ich schon länger mal machen wollte. Und damit fangen wir jetzt an. So, dann fangen wir mit dem ersten Projekt mal an. Ich habe mir gedacht, ein paar Lesezeichen wären ganz schön. Und dafür habe ich mir einfach ein paar Baumwollstoffe genommen, etwas feste Pappe und ein schmales Gummiband. Zuerst habe ich mal geschaut, wie viel ich von meiner Pappe hier abschneide. Und zwar habe ich mir gedacht, 17 mal 4 cm ist eine gute Größe für ein kleines Buch. Ihr könnt das natürlich variieren, wie groß euer Buch ist. Das habe ich mir dann ausgeschnitten und erstmal die Ecken abgeknipst. Dann habe ich mit meinem Rollschneider zwei Stoffstreifen zugeschnitten und zwar 6 mal 19 cm. Da passt dann mein ausgeschnittenes Stück Pappe ganz genau rein. Dann habe ich mir ein Stück von meinem Gummiband genommen und das so zugeschnitten, dass noch 1 bis 2 cm drüber stehen. Also quasi in diesem Fall sind es dann ungefähr 20 bis 21 cm.
Das positioniere ich hier in der Mitte. Hier sind das 3 cm. Und das habe ich mir dann einmal festgesteckt, dass es nicht verrutschen kann. In der Mitte habe ich das auch nochmal fixiert. Und jetzt lege ich rechts auf rechts meinen anderen Streifen drauf und fixiere das Ganze auch nochmal mit Nadeln. Da ist jetzt das Gummiband und jetzt nehmen wir von der Seite mit 0,5 cm Nahtzugabe einmal rundherum. Hier lassen wir das mal aus, da wird nicht genäht. Das wird unsere Wendeöffnung. Jetzt müssen wir vor dem Wenden nochmal die Ecken abschneiden. Und mit Hilfe des Gummibands lässt sich das eigentlich recht einfach wenden. Jetzt müssen wir noch die Ecken ein bisschen ausstülpen und dann können wir unsere Pappe reinschieben. Denn die stabilisiert das Ganze etwas. Schwupp, passt wie angegossen. Wunderbar. Jetzt klappen wir die Enden ein. Und zwar so, dass wir nicht die Pappe mit nicht erwischen. Und stecken die andere Seite des Gummibands da rein. Also hier liegt Stoff auf Stoff, nicht die Pappe mit einarbeiten. Da stecke ich mir auch nochmal fest. Und das muss dann einfach nur noch knappkantig abgestippt werden. Genau dort. Also die Wendeöffnung quasi schließen. Ja, und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig, aber ich dachte, das sieht ein bisschen langweilig aus. Also habe ich mir noch ein Hier schlief ich ein Schriftzug erstellt mit meinem Brother. Und das bügele ich jetzt hier einfach auf. Ja, und zack, haben wir ein süßes kleines Lesezeichen für unser Buch oder für jemanden, an dem wir es verschenken wollen. Das zweite Projekt ist ein Geschenkebüchlein. Also es sieht aus wie ein Büchlein. Dafür habe ich mir 3x18 x 10 cm Stoffreste ausgeschnitten, habe mir einen Rest von meinem Gummi genommen und ein altes kleines Knöpfchen rausgesucht. Eine der Farben knicke ich mir erstmal links in der Mitte und lege die auf einen anderen Stoffrest. Da markiere ich mir einmal die Mitte und nähe das einmal von hier oben nach unten fest. Das Ganze sieht dann so aus. Ist dann so fixiert, die Enden sind noch lose. Und dann muss ich einfach nur noch das dritte zugeschnittene Stoffstück auflegen. Alles feststecken. Dann noch eine kleine Wendeöffnung markieren. Und das Ganze einmal rundherum mit 0,5 cm Nahtzugabe absteppen. Da bleibt auf. Habe ich das gemacht, muss ich nur noch die Ecken einmal abknipsen, weil die werden sonst wirklich dick. Und dann kann ich das Ganze auch schon einmal wenden. Mit einem Haschi, also einem Essstäbchen,
versuche ich die Ecken hier etwas auszubeulen, dass sie nicht so dick sind und dass das schöner liegt. Und bügel das Ganze dann einmal einfach über. Dann sieht es auf jeden Fall etwas schöner aus. Mit einem Rest von meinem Gummiband vom anderen Projekt lege ich mir so eine kleine Schlaufe. So ein bisschen überkreuzt. Und die stecke ich mir jetzt in meine Wendeöffnung und fixiere sie einmal. Na komm schon. Zack. Und jetzt können wir das einmal rundherum knappkantig absteppen und die Schlaufe ist befestigt und die Wendeöffnung ist zu. Das Gummi hält wunderbar. Jetzt klappen wir das Ganze einmal zu. Und schau mal, wo unser Knöpfchen hin muss. Ich habe hier so eine kleine Blume oder so. Die war mal von irgendeiner Bluse, die ist übrig geblieben. Und da markiere ich mir einfach die Löcher mit meinem Stiftchen hier. Und ja, da seht ihr sie, die kleinen Markierungen, die Punkte. Und da nähe ich dann einfach mein Knöpfchen drauf. Mit dem Gummi hat das sehr gut gepasst. Kann ich jetzt auf und zu machen. Man kann das natürlich auch mit einem Druckknopf machen oder einem Satinbändchen oder so. Ja. Jetzt kann man da eine Kleinigkeit reinlegen, zum Beispiel Schokoladentäfelchen oder einen schönen Tee oder so. Ja, und wenn man das verschließt, sieht es aus wie ein kleines Büchlein. Ist ein schönes Gastgeschenk oder auch für Gäste, die zum Essen kommen, zum auf den Teller legen. Finde ich ziemlich niedlich. Ja, könnte sein, dass ich da noch einige von mehr mache. Projekt Nummer 3 hatte ich schon immer mal vor, nämlich das Easy-Seifensäckchen. Ich habe hier noch Frottistoff übrig von meinem Badewandkissenprojekt. Man kann natürlich auch ein altes Handtuch nehmen. Und ich habe mir, warum auch immer, mein Makramee-Garn gekauft. Das eignet sich sehr gut dafür. Und ich habe eine Menge Seifenstücke. Das hier habe ich mir mal aus Paris mitgebracht. Ich schaue mal, wie viel Stoff ich dann brauche für mein Seifensäckchen. Und habe mich hier für 18 x 18 cm entschieden. Erstmal schauen, ob das Seifenstückchen da reinpasst. Jawohl. Prima, dann können wir das so verwenden. Also 18 mal 18 ist confirmed. Ich lege mir jetzt mein Lineal hier drauf, messe mir 3 cm ab und markiere mir dann nach innen 2 cm mit meiner Schneiderkreide. Das Ganze natürlich gegenüberliegend auch nochmal. Dort. Und dann schneide ich mir diese 2 cm einmal ein. 2 kleine Knipse. Die beiden losen Enden, die klappe ich jetzt nach innen. Und stecke die mir einmal fest. Und die beiden Enden steppe ich jetzt knappkantig einmal ab. Das sieht dann so aus. Und dann kann ich dieses verkürzte Ende einmal nach innen klappen. Nochmal feststecken. Und hier unten knappkantig absteppen. Das wird nämlich unser Tunnelzug. So sieht das Ganze dann aus. Da habe ich knappkantig festgesteppt. Jetzt müssen wir das Ganze einmal umdrehen. Ein paar Nadeln setzen. Und dann einmal hier mit 1 bis 1,5 cm Nahtzugabe ordentlich absteppen. Auch gerne noch ein zweites Mal mit Zickzackstich. Dann können wir die drei Ecken auch einmal zurückschneiden.
Vorsichtig, nicht, dass ihr die Nähte aufmacht. Und dann können wir das Ganze einmal wenden. Jetzt brauchen wir für unseren Tunnelzug ja noch ein Fädchen. Dafür nehme ich das Makramee-Garn. Das ist nämlich aus natürlichen Materialien. Eignet sich ganz gut dafür. Da schneide ich mir, ich habe hier jetzt 2x30 cm, also 60 cm genommen, mir auf der einen Seite ein Knötchen da reingemacht. Und mit der altbewährten Sicherheitsnadel den Faden einmal aufgenommen und dann in den Tunnelzug gesteckt. Das dauert jetzt 1-2 Minuten, die habe ich euch vorgespult. Denn zack, ist auf der anderen Seite schon wieder draußen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein schöner Knoten. Und fertig ist das Seifensäckchen. Ich benutze Stückseife eigentlich ganz gerne. Deswegen so ein Seifensäckchen ist eigentlich viel praktischer, als sich nur mit dem Seifenblöckchen da einzuseifen. Und ja, die habe ich aus Paris mal mitgebracht. Das ist jetzt die letzte, die ich davon habe. Die riecht, wie gesagt, nach Rosen. Und ich freue mich schon, das Seifensäckchen zu verwenden. Tja, was soll ich sagen? Das Seifensäckchen hängt schon in der Dusche. Mein letztes Video ist ja schon ein kleines Ostervideo geworden. Und ich weiß, ich bin dieses Jahr total spät dran. Aber ich habe ein paar Last-Minute-DIYs für ein bisschen Oster. Aber ich habe noch ein paar Last-Minute-DIYs, die ich euch im nächsten Video präsentieren möchte. Das kommt morgen. Dabei habe ich alles, was ich benutzt habe, schon zu Hause gehabt. Ja, vielleicht habt ihr auch was davon zu Hause und könnt das dann nachmachen. Und wenn euch der Quatsch hier auf meinem Kanal gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den da. Tja, und wenn euch der Quatsch hier auf meinem Kanal gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und treibt mein Glöckchen für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal, falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Ostern und bis dann! Ran ans Fett, nächstes Video.